Servus Leute, willkommen zurück zu Golden Sun. Ja, willkommen zurück zu Golden Sun. Im letzten Part sind wir ein bisschen weiter gekommen, aber dann sind uns Ivan und Mia im Kampf. Ivan und Mia sind im Kampf besiegt worden und deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Aber ich habe eine Idee, mir ist etwas aufgefallen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zum Venusleuchtturm-Eingang. Denn man hat da vorhin gesehen, wo ich war, dass da zwei Wege waren. Einer, oh Mann, einer nach unten und einer nach links. Und ich bin den Weg nach unten gegangen. Ich glaube, es hat etwas... Nein! Haut ab! Ich glaube, es hat etwas mit dieser Statue hier zu tun. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hin und stelle den Weg mal um. Ja, den da nämlich. Ja. So. Ach so, das Teil, das soll den Leuchtturm symbolisieren, oder wie? Ja. So, ich habe es jetzt mal umgestellt. Normalerweise sollten wir jetzt im Leuchtturm. Wohin gehe ich denn? Im Venusleuchtturm sollten wir jetzt normalerweise den... Nein! Oder ne, die Tunnelruinen waren es, glaube ich. Sollten wir jetzt normalerweise den linken Weg gehen können. Denn wenn ich da schon jetzt diese... wie hieß sie? Asura-Rüstung gefunden habe, dann frage ich mich, was auf der anderen Seite wohl sein wird. Hoffentlich auch was Geiles. Hoffentlich was, was mir in diesem Spiel weiterhilft. Was hat mich unbesiegbar macht? Nee. Unbesiegbarkeit ist lame. Das wäre wie so ein Dauerstern bei Super Mario. Das wäre ja langweilig. Obwohl, selbst da kann man auch sterben, indem man einfach in einen Abgrund fällt. So, jetzt sind wir wieder hier. Der ganze Weg umsonst. Naja, umsonst ist es nicht. Hoffe ich. Ich hoffe, der andere Weg führt mich auch zu irgendwas, was mich glücklich machen wird. Ansonsten bin ich den ganzen Weg umsonst gegangen. Eine einzige riesige Zeitverschwendung. Und so ganz nebenbei, dieses Projekt hier, Golden Sun, nämlich, ist auf dem besten Weg, mein längstes Projekt zu werden. Denn wir haben jetzt den... Nein! Ich will euch nicht. Wir haben jetzt den 69. Part, wenn ich mich nicht irre. Und meine längsten Projekte bisher waren Pokémon Kristall und Donkey Kong 64, die beide gleich lang waren. Und ich glaube, die hatten jeweils entweder 71 oder 73 Folgen. Weiß ich jetzt nicht. Eins von beiden. Auf jeden Fall, das sind meine beiden längsten Projekte. Mit gleich vielen Parts. Und wahrscheinlich wird Golden Sun... Ja, ich hab's gewusst. Wenn ich mich weiter so einstelle, länger werden. So, jetzt bin ich gespannt, was es hier gibt. Mhm. Alles klar. Okay, das Rätsel war aber einfacher als das vom anderen Raum. So, jetzt sollte der Abstand ungefähr passen. Ich muss immer einen dazwischen. Also hierhin. Ja, dieses Rätsel war einfach. Oder besser gesagt einfacher als das andere. So, zack, zack, zack. Das war leicht. Was jetzt? Oh, Gebüsch. Hm. Ich glaube, ich muss das Gebüsch dort hinten freimachen. Jetzt schieben wir den hier hin. Dann den hier mit Verschieber 1 nach links und dann dorthin, wo die Treppen sind fast. Also jetzt noch eins weiter, damit ich da rüberspringen kann. Zack, zack, zack. Jetzt Wirbelwind oder wie das heißt. Wirbelwind. Pokémon wegfegen. Achso. Sind zwei Gebüsche. Was tue ich da? So.
Noch eine Säule. Dich kann ich... Lass mich überlegen, da runterschmeißen. Da kann ich dich da runterschmeißen. Hunde! Wie immer. Nein, dich kann ich hier runterschmeißen, genau. So, einmal da zurück. Dann muss ich da... nach rüber. So, es gibt ja nur einen Weg, den ich die Säule hier entlang schieben kann. Lass mich überlegen. Die eine Säule da oben müsste dann ganz in die Ecke. Also ganz zur Wand. Diese Säule da ganz zum Eck. Alles klar, dieses Rätsel war auch einfach. Ja. Es dauert nur eben seine Zeit. So, und jetzt darüber springen. Zack, zack, das war leichter. Und jetzt nochmal ein Wirbelwind. Ivan, wie die Blätter da mal über den Haufen. Sehr schön. Jetzt brauche ich garantiert den Lastenheber. Nur wohin damit? Runter? Okay, ich habe bisher noch keine Ahnung, was ich tun muss. Ich hoffe, ich mache das jetzt einfach mal richtig. So, dann schiebe ich eins nach links und dann schmeiße ich dich runter. Ah, ich hab's verstanden, okay. War ja auch dumm von mir. So, Lastenheber einmal dahin. So, und jetzt muss ich den auf dem Teil platzieren. Frage, muss ich das jetzt noch weitermachen? Wahrscheinlich schon. So, einmal zack. Und zack. So. Nein, der Verschieber bringt mir nichts, der Lastenheber. Das ist das, was ich möchte. Ach so, die sind ja genau darunter. Ich habe sie falsch eingeschätzt. Weil ich dachte, das wäre auf Entfernung, nicht auf nach oben und unten. Ja, dann ist logisch, dann bin ich mit dem falschen Denken hier angegangen, sonst wäre das auch leicht gewesen. So, links oder rechts, ich gehe zuerst. Ja, da kommen irgendwelche Viecher und wollen uns den Weg versperren, das möchte ich aber nicht. Und was haben wir hier Schönes? Oh, Orakelrobe. Ja, ich wollte nur den Tunnel wegmachen. So, Orakelrobe. Nicht anlegbar. Schutz vor Wasser. KP im Regen. Geben. Lumia. Okay. Was hat Mia davor angehabt? Angehabt vor allem. Vorhatte sie eine Wasserjacke und ich werde angerufen. Einen Moment mal. So Leute, da bin ich wieder zurück. Die Maus muss weg, danke. Naja, Orakelrobe und so. Wisst ihr Bescheid? Habe ich jetzt auch schon einen gesackt. Und jetzt gehe ich weiter. Achso. Oh, die bleiben sogar stehen. Boah, danke. Danke, danke, danke. Ist zwar nicht so schlimm, die jetzt immer wieder zu verschieben, aber trotzdem. Garrett hat ziemlich wenig KP. Ich müsste mehr Jinns aktivieren, aber das Problem ist, das sind schon alle aktiviert. So,
Jetzt geht's hier endlich weiter. Jetzt kann ich mich endlich genauer umgucken, jetzt wo ich alles hab. Ja, ich habe die Orakelrobe eingesackt und jetzt komme ich hier. Also ich konnte davor auch schon weiterkommen, aber ich bin ja eigentlich nur rausgegangen, weil Mia und Ivan besiegt wurden. Ich habe mir gedacht, so ganz nebenbei, ja, kann ich das auch noch erledigen. Oh, wieder gegen den Strom rennen. Ja. Ja. Danke. Nein, ich will mich nicht besiegen lassen. Es gibt keine drinnen. Shit. Habt ihr ein Rad ab? Alles klar. Okay. Oh, Garrett. Oh, geile Technik, Garrett. Okay, ihr zwei, ihr wollt es nicht anders. Auch wenn ich dadurch jetzt andere Techniken verändere, aber... Da! Habt ihr verdient! Ihr zwei Saftsäcke! Hoffentlich ist Mia schneller. Aha, ich hab schon. Trübung? Wirkt nicht. Haha! Da! Mega Eismaschine Deluxe! So, ihr zwei. Was habt ihr in der Form? What the? Fast 400 Schaden. Das war schon ein bisschen übertrieben hier. So solltest du auch nicht draufheizen müssen, aber... Ah, da ist die Truhe. Donnerkrone. Ja. Supi. Einen Moment mal. Ist das nicht schön, wenn sich irgendwelche Dinge melden und so, ja, System, Aufstockung, immer, keine Ahnung, was weiß ich. Stellt PP wieder her. Fluch? Wie Fluch? Ich will kein verfluchtes Teil mit mir rumschleppen eigentlich. Gibt's drei Wege? Wahrscheinlich Enthüllung? Ne. Ich kann hier so rein. Okay, was wäre denn in den anderen Wegen gewesen? Rex Manticore, vor dir kann ich glaube ich flüchten, ja. Weil du ein Lama-Sack bist. So, da lang, da lang, da lang, da lang. Ja, das sehe ich doch noch ein. Zigtausend Wege hier, was zum... Okay, das ist auch leicht. Oh, ich dachte, ich muss die Statue rüberschieben. Okay, so geht's auch. Was ist das? Okay, jetzt wird der Sandweg versperrt und jetzt komme ich hier zurück. Was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt komme ich den anderen Weg nicht weiter. Chimärenmagier. Ah, du hast jetzt wieder die Dornen. Hüllt gegen einen Schlaf. Meinetwegen. Zum Gegner Schab würde Frost. Ja, ein paar muss ich jetzt. Ivan ist noch ganz der Alte geblieben. Alles klar. Und Mia kann immer noch dieselbe Scheiße sein wie zuvor. Toll. Umsonst. Stellt KP von allen wieder her, ja. So. Autsch. So. Der lebt immer noch. Jawohl, ein paar KP wieder und PP und noch mehr KP. Ach, ich greife einfach so an. Das sollte nicht mehr so viel aushalten. Habe ich doch gesagt. So, was habe ich jetzt hier genau erreicht? Ich habe den Sand umgeleitet. Ja. Moment, jetzt kann ich hier rüber. Ja.
Jetzt bin ich hier, was kommt mir das? Die könnte ich verschieben. Versuchen wir mal was. Vielleicht ist da hinter diesen Teilen ein geheimer Eingang. Oder Durchgang vielmehr. Ja, sonst wäre ich da ja nie hingekommen. So, das jetzt wahrscheinlich ganz nach links. So, jetzt kann ich hopp, hopp darüber. Alles klar. Okay, die Rätsel werden jetzt einfacher. Ich habe mich teilweise echt dumm angestellt, aber jetzt... Okay, da sind alle aktiviert. Und du kannst wieder deine Techniken. Ja, 100 KP sind ein bisschen viel. Ne, ich mache Heilwasser und du machst... Feuerwalze, das wird wohl reichen. Tornado und... Sorry. Ja, Mia, du kleine... Wenn ich Tor mache, dann bleibt nur ein Jupiter-Chin aktiv. Eine Göttin in Vogelgestalt. Ja, ich mach das. Ich glaube nicht, dass die so viel aushalten, die beiden. Och, wie niedlich. So, der lebt noch. Das heißt, ich kann das hier einsetzen. Progne, oder wie es heißt. Oh, du armer Schädel. Wirst voll abgeknallt. Ihr Licht wurde besiegt. Windseher! Das war bestimmt Ivan. Gehe ich jede Wette ein, dass das Ivan war. Ja. Jetzt muss ich zwar die ganzen, was waren es, Jupiter-Chins wieder aktivieren. Aber es macht ja nichts. Da hat sich schon wieder einer aktiviert. Mhm. Okay, gucken wir mal kurz. Ich muss von welchem Weg aus umleiten. Wahrscheinlich kann ich die da nicht einfach so verschieben, oder? Ach so, das sind die Säulen. Ich habe mich dumm angestellt. Moment, Moment. Ja, ich muss ein bisschen überlegen. Und ich bekomme das gerade Stück da nicht. Doch, bekomme ich. Und das da runter. Jetzt das hier nehme ich da links rein. Okay, das Rätsel war auch nicht so schwer. So. Ja, der eine ist weg, aber der zweite geht noch weiter. Yes. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Sand. Ja. Moment, was war? Ist da unten irgendwas? Nee. Diese epische Musik auch noch, die ist echt gut. Okay, hier ging es weiter. Hier kommen noch Monster. So, einmal. Du hast wieder diese Technik drauf. Eigentlich auch nicht so schlecht. Magisches Feuer. Ivan hat noch seine alten Techniken drauf. Das ist sehr schön. Da werde ich mal Lichtplasma. Und Mia kann ihre guten Techniken wieder. Genau das wollte ich. So, ich glaube, ich werde jetzt so weiter durch den Leuchtturm laufen. Und Ragnarök. Solltest du tot sein? Nein, du lebst noch, aber Garretts Schlag gibt dir den Rest. Sauber. Gehe ich jetzt mal nach hier oben, da komme ich gar nicht weit, das muss ich zuerst verschieben. Okay, das heißt, ich muss hier lang. Oh. Drakoschuppen.
Was sind Drakoschuppen bitte? Nicht anlegbar, war klar. Dann gebe ich das mal. Was? Angriff sinkt? Nee, dann gebe ich es lieber. Isaac. Statt der Stahlrüstung. Ja. Jetzt trägt zwar Ivan eine fette Stahlrüstung mit sich, aber. Naja. Und ich sehe gerade die Zeit. Ich würde sagen, beim nächsten Part gehen wir da oben rauf. Das war Golden Sun. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.